Gisela Lützgendorf malt leidenschaftlich gern, am liebsten mit Acrylfarben auf Leinwand. Doch leider sind Farbe und Pinsel für eine ALG-2-Empfängerin sehr teuer. Mühsam spart sie sich ein paar Euro für ihr Hobby zusammen. Und nun, ohne Vorwarnung, erhält sie die Hiobsbotschaft, sie soll eher in Ruhestand gehen, was die Kürzung ihrer ohnehin schon knappen Rente bedeuten würde. Da fiel ich aus allen Wolken. Ich wusste nicht, was ich denken und sagen sollte. Vorzeitig in Rente, mit Haufen Abstrichen. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Ich hab schon wenig Rente und dann falle ich noch in die Sozialhilfe. Das sehe ich nicht ein. Ohne Zwangsverrentung bekäme sie 721 Euro. Davon müssen aber noch alle Kosten bezahlt werden. Allein ihre Miete von 350 Euro halbiert diesen Betrag. Mit dem zusätzlichen Abschlag der Zwangsverrentung fehlen ihr weitere 21 Euro. So hat sie unterm Strich 206 Euro zum Leben, mit denen sie gerade einmal ihre Grundbedürfnisse decken kann. Damit fällt sie unter die magische Grenze und ist von Sozialhilfe abhängig. Sozialfall bedeutet, dass ich überall betteln muss, dass ich mich nackig ausziehen muss, dass ich noch nicht mein Erbe antreten darf, dass ich nichts groß Erspartes haben darf. Ich muss um alles betteln. Insgesamt gibt es in Deutschland über 20,5 Millionen Rentner. Jährlich werden ca. 1,5 Millionen Rentenneuanträge gestellt, Tendenz steigend. Schätzungen zufolge werden bis zu 140.000 ALG-2-Empfänger in den nächsten 2 Jahren von der Zwangsverrentung betroffen sein, die dann nicht mehr in den Arbeitslosenstatistiken auftauchen. Im Internet kursiert der Verdacht, dass die Zwangsrente die Arbeitslosenzahlen nach unten treiben und damit beschönigen soll. Ja, für viele Betroffene bedeutet diese Zwangsverrentung, dass sie mit Abschlägen ihrer ohnehin schon nicht üppigen Rente leben müssen. Aber sind diese Kürzungen wirklich rechtens und müssen sie sich das überhaupt gefallen lassen? Unser MDR um 4-Anwalt Jens Belter klärt auf. Frau Lützgendorf ist verunsichert. Die Forderung nach vorzeitiger Verrentung kommt schließlich von einer staatlichen Behörde und wird mit einer neuen, geänderten Gesetzeslage begründet. Hat sie keine andere Wahl? Es ist in der Tat so, dass die sogenannte Zwangsverrentung geltendes Recht ist, und zwar schon seit 2008. Es gab da Übergangsvorschriften, die sind aber 2013 ausgelaufen. Deswegen verschicken jetzt die Jobcenter verstärkt solche Bescheide. Das ist also geltendes Recht. Das bedeutet aber nicht, dass Sie da rechtlos sind, sondern Sie können sich selbstverständlich dagegen zur Wehr setzen. Und was Sie da alles beachten müssen, zeige ich Ihnen jetzt mal. Die Abschläge für 63-Jährige liegen im Moment bei mindestens 7,2%, steigen aber bei einer Rente ab 67 bis zu 14,4% an. Eine Frau mit 700 Euro Rente muss dann auf 100,80 Euro im Monat verzichten. Das bedeutet pro Jahr 1.209,60 Euro. Hochgerechnet auf die durchschnittliche Rentenzeit einer Frau ergibt es einen Verlust von 19.353,60 Euro. So mancher Betroffener resigniert und findet sich mit seinem vermeintlichen Schicksal ab. Schließlich will es das Gesetz so. Da ist es sinnlos, dagegen zu klagen. Oder etwa doch nicht? Das ist eine sogenannte Ermessensvorschrift, die da eine Rolle spielt. Und die Behörde muss das Ermessen ordnungsgemäß ausüben. Wenn sie das nicht macht und nicht den Einzelfall betrachtet, dann ist der ganze Bescheid eben rechtswidrig. Beispielsweise, wenn durch diese Zwangsverrentung das Rentenniveau so abgesenkt wird durch die Abschläge, dass sie dadurch in die Sozialleistung reinrutschen, dann ist es eben auch rechtswidrig. Deshalb sollten Sie unbedingt klagen, denn für jeden Monat, den Ihre Klage das Verfahren aufhält, bleibt Ihnen 0,3% mehr Rente. Frau Lützgendorf sucht zunächst Hilfe bei der staatlichen Rentenberatung. Mir wurde gesagt, dass alles rechtens ist. Ich kann natürlich Widerspruch einlegen, aber ohne Experten oder Rechtsanwalt schaffe ich das nicht. Ich muss was tun. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Schließlich geht es um Ihr Geld. Ich empfehle also deswegen, dass Sie sich an einen spezialisierten Rechtsanwalt wenden. Oder es gibt auch Rentenberater. Ich bin jetzt genau bei so einer Rentenberaterin in Leipzig, bei Frau Wojand. Es ist ja so, dass die Rentenbehörde natürlich möglicherweise eigene Interessen vertritt, während eine Rentenberaterin natürlich ganz dezidiert die Interessen der Mandantschaft vertritt. Jetzt fragen sich natürlich viele, was kostet das? Rentenberater berechnen genauso wie die Rechtsanwälte ihre Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz.
Bei mir kostet eine Beratung für die halbe Stunde ungefähr 70 Euro. Hartz-IV-Empfänger, die ja diesen hohen Betrag nicht so einfach bezahlen können, haben die Möglichkeit, mit Beratungsschein oder Prozesskostenhilfe zu mir zu kommen. Zusammengefasst kann man sagen, Sie gehen einfach als Hartz-IV-Empfänger zum Amtsgericht, holen sich einen Berechtigungsschein für Beratungshilfe, nehmen den, legen den auf den Tisch beim Anwalt oder bei der Rentenberatung und dann ist die ganze Sache komplett kostenfrei für Sie, bis auf eine kleine Selbstbeteiligung, das sind lediglich 15 Euro. Auch im Fall Lützgendorf rät unser Experte, sich gegen die frühzeitige Verrentung zu wehren. Für Frau Lützgendorf gibt es von mir nur einen Tipp, sie muss die Klage einfach durchziehen. Es ist so, sie ist ja Hartz-IV-Empfängerin, das bedeutet, sie bekommt außergerichtlich die Beratungshilfe umsonst, sie bekommt die Prozesskostenhilfe im Gerichtsverfahren umsonst. Selbst wenn sie verliert, muss sie keine Kosten tragen. Und das bedeutet einfach durchziehen. Es ist ja so, selbst wenn sie verliert, zieht sich ja das Verfahren meinetwegen 6 Monate oder ein Jahr. Und das bedeutet, dass sie da nicht in die Rente eintritt. Und jeden Monat, den sie da gewinnt, den sie also durch das Verfahren verzögert, hat sie eine höhere Rente. Frau Lützgendorf zeigt sich kämpferisch. Sie möchte ihre Rentenzeit würdevoll und selbstbestimmt erleben, ohne sich wegen des Geldes immer Sorgen machen zu müssen. Gegen den Widerspruch des Jobcenters habe ich Klage eingereicht. Ich möchte nicht ein Leben lang in die Sozialhilfe fallen. Ich kämpfe bis zum Schluss. Zurzeit wird die Klage am Sozialgericht Gotha verhandelt. Noch ist das Ergebnis völlig offen. Aber jeder Monat, der bis zur Urteilsverkündung ins Land zieht, bringt ihr 0,3 Prozentpunkte mehr Rente. Viel Geld für eine ALG-2-Empfängerin.